So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Mario 35. Und eigentlich wollte ich jetzt Ori aufnehmen, aber ich habe Ori noch nicht. Und um Ori zu holen, brauche ich Geld. Und ich wollte jetzt meine Punkte hier, also mein Geld hier über PayPal aufladen bei meinem Nintendo-Account, aber PayPal hatte keinen Bock. Jetzt muss ich mir wohl so eine Karte holen. Und die kann man ja wahrscheinlich nur im Handel holen, oder kann ich. Vielleicht kann man die bei Amazon. Ist ja egal. Jetzt nehmen wir jedenfalls erstmal das hier wieder auf. Tägliche Aufgaben. Benutze dreimal einen Pilz oder eine Feuerblume. Yo. Besiege 10 Gegner in Folge mit einem Superstern. Ja. Fünfmal in die. Ah, das heißt fünfmal spielen. Das sind so. Oh, ich hasse solche Missionen. Okay, die untere skippen wir. Weil ich werde jetzt nicht fünfmal spielen. Gut. Oh, wait. Ich werde gar keinen 35-Spieler-Kampf machen. Der neue Spezialkampf ist da. Was haben wir denn hier? Achso, das steht jetzt gar nicht dort, was jetzt da ist, oder wie? Hä? Gibt es keine Erklärung, was jetzt der Spezialkampf ist? Okay. Weil wir müssen das wohl rausfinden. Ich habe jetzt über Discord hat mir Flo ein Video geschickt von einem Streamer. Gott, wie heißt er jetzt wieder? Glitchcat. Okay, wir starten in 1-2. Das ist schon mal interessant. Und wir starten mit 35 Münzen. Ja, okay. Das alleine wird jetzt aber wohl hoffentlich nicht der Spezialding. Nein! Kommt er wieder? Mist. Okay, also gehen wir erstmal auf Konter. Ah, die Zeit ist auch. Okay, die Zeit ist natürlich auch angenehm erstmal. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich nicht mal. Oh, nee. Jetzt kann ich nicht mal den Stern hier holen. Weil doof. Egal. Dann halt so. Ich kann nicht mal den Pilz jetzt hier drin holen. Oh mein Gott. Na gut, dann halt so. Ich könnte natürlich das Ding einsetzen, aber warum? Warum sollte ich? Ich finde es jetzt halt doof. Hier im Spezialkampf zählt doch jetzt wieder die Mission nicht, ne? Sonst wäre es ja egal, sonst könnte man es ja auch über den Spezialkampf machen. Aber soweit ich weiß, zählt die Mission da jetzt Mist. Zählt die Mission da jetzt nicht. Okay, wir machen gleich noch einen. Das war natürlich Quatsch hier. So, aber ich wollte erzählen, da habe ich gesehen. Wie Glitchcat hat eine Strategie, wie man ziemlich sicher gewinnt, aber dafür braucht man 8-4. In 8-4 gibt es eine Röhre, die schickt einen ganz klar eine Röhre wieder nach vorne und dann kann man direkt wieder in die Röhre gehen. Und das Ding ist, während man Items aktiviert und wir, oh, wir starten ganz woanders, okay. Während man Items aktiviert und während man, was wollte ich sagen? Und während man durch Röhren geht, stoppt die Zeit. Und in dieser finalen Phase, wo es ja darum geht, dass die Zeit noch übrig ist, na, da ist es dann natürlich super, wenn die Zeit oben stoppt. Das heißt, der geht einfach immer wieder neu in die Röhre, löst sein Item aus und holt sich so den Sieg, weil halt immer wieder die Zeit gestoppt wird. Und damit hat er dann weniger Zeit verbraucht als der andere Spieler. Das ist eine Strategie. Die ist mies, aber sie funktioniert halt. Also da muss Nintendo einiges nachpatchen, wenn sie sowas verhindern wollen. Ach, hier war die Ranke. Hier war doch irgendwo ein Stern, ich weiß aber nicht mehr wo. Ich weiß partout nicht mehr wo. Da war der, glaube ich, drin. In einem von den Dingern. Nee, das ist nochmal eine Blume. Die nehme ich auch, weil die gibt mir schön 15 Zeit. So. Aber die ist nicht, was ich gesucht habe. Aber was ist denn jetzt an dem Kampf hier so spezial? Ich gette es nicht. Aua. Außer, dass man mit mehr Zeit startet. Ja, okay. Ist ja ganz nett. Und mit Münzen. Aber ist das alles? Das war doch vorher auch schon so. Ich dachte, jetzt ist irgendwas neu.
Aber vielleicht verstehe ich auch das Konzept eines Spezialkampfes noch nicht. Huck. Auf jeden Fall kann ich im Spezialkampf nicht die Missionen erfüllen, weil das nicht als 35-Spieler-Kampf zählt. Ne? Das ist... Es ist... Zumindest war es das letzte Mal so. Keine Ahnung, ob es jetzt auch wieder so ist. Alter, da verstehe ich irgendwie wieder den... Das sind wieder so Sachen... Weiß ich nicht. Da denken Leute einfach nicht nach. Habe ich zumindest den Eindruck. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Weil bisher wirkt alles wie ein normales Spiel halt auch. Ich sehe jetzt nicht, was hier schon Spezialkampf ist. Außer wie gesagt, dass man mit mehr Zeit, oh mein Gott, mit mehr Zeit und mehr Münzen gestartet ist. Hier war ein Stern drin, ne? Ich sehe überall Sterne. Ja, da nicht. Hä? Da ist mein Stern. Da sehe ich mich. So. Der muss auf jeden Fall auch weg. Schön Hammerbrüder zu den anderen schicken. Problem ist, die kriegen wir jetzt auch wieder gleich. Nein, ich wollte noch sagen, ich muss ein bisschen aufpassen. Schade. Aber gut. Gibt's hier nochmal eine Blume? Nein, schade. Irgendwie habe ich ja relativ wenig Münzen für ein weiteres Roulette. Oha. Wo landen wir denn jetzt? Okay, das ist in Ordnung. Das kann ich erstmal nutzen, ohne dass hier gleich was schief geht. Sehr gut. Dann kriege ich jetzt auch gleich den Stern wieder. Sollte zumindest so sein. Wenn ich jetzt nicht kompletten Quatsch mache, mache ich aber nicht. Sehr gut. Und dann können wir uns jetzt hier auch endlich mal richtig diese Blume holen. So nämlich. Ohne dass ich da groß mit Anlauf rumhüpfen muss. Und dann können wir uns jetzt auch schön hier die 20 Münzen holen. Sehr gut. So gefällt mir das. 7 Spieler noch übrig. Okay. Aber ich sehe jetzt nicht, was hier spezial... Also, ein bisschen spezial haben wir gesehen, aber halt nicht... Weiß ich nicht. Nicht, was wirklich spezial ist hier. Ist jetzt ja auch wurscht. So, 1-4 gehen wir. Wir holen auf jeden Fall Bowser ins Spiel. Bisher habe ich noch keinen Bowser gesehen. Sind wir die Ersten, die Bowser ins Spiel holen. Okay. Auf geht's. Was ich auch mittlerweile gelesen habe, Twanks hat das... Oh mein Gott, war das dämlich. Twanks hat das geschrieben, dass das Level, was man da am Anfang wählt, damit... Wow, damit scheint so ein bisschen der Pool... entschieden zu werden, was für Level vorkommen. Also wenn alle nur 1-1 wählen, wird wahrscheinlich relativ viel nur am Anfang drankommen. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel auch 2-3 wählt, dann wird auch 2-3 in den Pool mit aufgenommen. So habe ich es jetzt zumindest in den Kommentar verstanden. Wir wissen ja alle nicht wirklich, wie es ist, weil es kriegt ja, gibt ja keine offizielle Erklärung. Gibt ja nur Vermutungen. Es wäre ja auch zu viel verlangt, ein Spiel zu erklären. Man schmeißt es einfach raus und sagt, hier, finde selber raus, wie das Spiel funktioniert. Okay. Kann man machen. Ist halt komisch. Also toll. So verschwende ich gerne mein Geld. Ah, wenigstens sind wir ein bisschen safe. Oh, nee! Okay, tschüss. Dann eben so. Okay. Nein, was tut... Oh mein Gott, warum? 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 So, aber hier müsste ich doch jetzt ganz gut wieder was bekommen können. Zum Beispiel diesen Pilz... Nein! Zum Beispiel diesen Pilz hier. So. Sonst noch was Spannendes? Nein. Schade. Aber wo ist... Hier muss doch noch mal irgendwo ein Stern oder... Da ist der gewesen. Aha. Habe ich dich. Jetzt einmal hier durchrennen. Bis zur Blume. Die hier drin war. Und dann sind wir wieder happy. 6 Spieler noch. Zack.
Oha, der sitzt gut da. Nice. Ja. Ist gar nichts passiert, ich habe gar nichts gesagt. So. War das jetzt das erste Mal? Ich weiß es gar nicht. Mein erstes Mal. Okay. Zack. Oha. Jetzt geht die Zeit ab, obwohl noch gar nicht. Wieso geht die Zeit denn jetzt schon ab? Es sind noch alle Spieler. Hat das jetzt. Hä? Ich dachte, das geht erst los, wenn Dings ist. Jetzt geht die einfach so schon ab. Ich meine, habe ich nichts dagegen. Aber jetzt wäre es sozusagen klug, eine Möglichkeit zu finden, sie auf Power-Ups einzusetzen, einzusammeln, weil dadurch die Zeit, wie gesagt, gestoppt wird. Achtung, achtet mal drauf, wenn ich die Blumen jetzt einsammle. Zack. Na, jetzt hört's auf. Bei anderen läuft es ja in dem Moment noch weiter. Das ist genau der Punkt. Und wenn ich das jetzt mit einer Röhre noch kombiniere und ständig durch eine Röhre gehe, ständig das Power-Up einsammle, dann bekomme ich damit halt indirekt mehr Zeit zur Verfügung als sonst. Was schon frech ist. Also, aber klar, man kann es nutzen, weil Nintendo das halt... Das müssen sie irgendwie patchen. Keine Ahnung. Das ist nicht so gut, wie man da tricksen kann. So, jetzt kriegen die hier mal ordentlich Futter. Okay. Und wir bekommen wieder ordentlich Zeit. Hopp. Okay. Oh je, okay. Gutes Level. Gutes Level auf jeden Fall. So. Aber ich verstehe halt nicht, warum die Zeit jetzt schon so krass wird. So, weil ich dachte, das passiert erst mit Ablauf von ein paar Leuten. Aber vielleicht auch nach einer gewissen Zeit hier im Spezialkampf. Ich habe keine Ahnung. Mir erklärt ja keiner was. So, die holen wir uns trotzdem. Toll. Gut geholt. Alleine schon, weil ich auch für den Notfall nicht so viel Roulette im Moment habe. Und wenn mir das Roulette dann nachher nämlich wieder nur Pause. Jetzt, okay. Jetzt gibt's den Ton, aber trotzdem war es ja schon aktiv vorher. Das war jetzt vielleicht nicht das klügste Level, wenn man in der Endphase ist. Das war jetzt vielleicht alles nicht die klügste Wahl. Okay, wir schießen uns einfach durch. Aber das Problem ist, hier geht es halt immer nur eine... Das ist nicht gut. Ich muss hier möglichst... Nein! Okay, kommen wir hier durch? Ohne Probleme zu... Ja, genau das war die Hoffnung. Egal was es, selbst ein Pau hätte mir geholfen, wenn ich hinten bin. Puh, okay, und jetzt kriege ich hier wieder einen Pilz. Gut. Alles gut. Dann haben wir auch gleich wieder eine Blume. Und den Stern haben wir auch gleich wieder. Nein. Okay, das hat sich mit der Blume erledigt. Aber zumindest den Pilz haben wir gleich wieder. Und trotzdem den Stern. Und hier gibt es jetzt erstmal schön Zeit. Und da ist mein Stern. Okay, sehr gut. Go, go, go. Einfach go hier. Alles easy. So, jetzt habe ich die Blume verpasst. Komme ich noch ran? Ja. Okay, die ist schon wichtig. Vor allem, weil der Typ da rumwirft. Okay. So. Wie viel sind wir eigentlich noch? 4 Spieler. Okay, es sind ja noch ein paar. Da ist ja noch ein bisschen was los hier. Die zieht es auch noch nicht so schnell hier weg aus dem Spiel. Die sind alle recht fit noch unterwegs. Zack. Okay, wieder das Level hier. Okay. Zack. Wo war da jetzt der Stern? Ich muss nachdenken, dass ich ihn nicht verpasse. Ich glaube in... Da, jetzt kommt er gleich. Da in dem ersten Block, genau da ist er drin. Komm her. So, Abflug. Jetzt habe ich wieder die Hammerbrüder nicht mitgenommen, was natürlich ärgerlich ist. Aber lieber durchrennen. Lieber schön schnell durchkommen, weil wir, ihr seht schon, zeittechnisch, ne? Okay. So, noch 3. Aber das wird jetzt enorm. Oh, das wird jetzt böse knapp. Ich muss gleich wieder den Stern hier auslösen.
Nein, 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 nein. Okay, Stern haben wir. Nein! Wie soll ich die Zeit? Oh Gott! Was? Das ist ein... Jetzt ist es halt... Okay. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die anderen noch so viel Zeit haben können. Ich laufe einfach durch. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Durch die Röhre gehen war jetzt halt die einzige schnelle Option, um diese Zeit kurz zu stoppen. Ja, aber das war's jetzt. Wow! Wie hatten die denn noch die ganze Zeit übrig? Crazy. Crazy, crazy, crazy. Okay. Mit wem haben wir so gespielt, bisschen? Ah ja. Ah, ich habe jetzt nicht verstanden, was daran so spezial war. Und warum gibt es da eigentlich einen... Gibt es da einen extra Münzenrang? Aha. Okay, hier gibt es einen extra Münzenrang oder ist das der gleiche? Wenn ich jetzt hier auf den Münzenrang gehe... Okay, warum auch immer. Jetzt haben wir keine einzige Mission dadurch bekommen. Was hat jetzt der Spezialkampf... Wofür haben wir... Ich kapier's nicht. So, und hier, wie gesagt, wenn ich jetzt hier ein Level reinsetze, dann kommt das wahrscheinlich auch dran. Also ich nehme jetzt 2-4 rein. Gucken wir mal, ob 2-4 irgendwann vorkommt. Dass sozusagen jeder ein Level auswählt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Level zu bekommen, 1/35. Und halt, wenn ein Level öfter vorkommt, wenn, keine Ahnung, jetzt 3 Leute 2-4 gewählt haben, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute 2-4 bekommen, 3/34. Ich weiß es nicht. Aber dann verstehe ich das Konzept, dass man so an neue Level kommt. Weil dann brauchst du sozusagen jemanden als Mitspieler, der ein Level hat, was du nicht hast, der schmeißt es in den Pool rein. Also wenn es so funktioniert, dann kann das durchaus möglich sein. Das klingt nicht unrealistisch. Das klingt sogar nach einer ganz netten Idee eigentlich, das so zu regeln. Aber wie gesagt, es ist nicht... Keine Ahnung, eine offizielle Erklärung habe ich dafür jetzt nicht. Aber es klingt logisch. So, jetzt hier den Stern auslösen für die Mission. Okay, Mission haben wir. Aber auch so hätte ich den Stern natürlich mitgenommen. Jetzt habe ich nur die Blume nicht gehabt. Ich wollte gerade sagen, was mache ich denn da für einen Quatsch? Aber hey, kriege ich ja eh die Blume. Oh, nice! Das war gut. Jetzt habe ich mal wieder ein Wort gesagt. Ach. So. Zack. Ah, ich komme nicht durch. Okay, wieder hier schön die Blume holen. Schön entspannt. So. Dann holen wir uns das Leben da oben wieder. Oh mein Gott. Dann failen wir erstmal wieder die ganze Zeit über. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, da zu failen, aber hey. So, jetzt gehen wir wieder außen rum. Dann können wir uns ein Level auswählen. Hm, haben wir alles schon. Aber wir gehen 3-1, um Hammerbrüder ins Spiel zu bringen. Ich möchte hier möglichst schnell Action haben. Action bekommen wir, wenn wir Hammerbrüder ins Spiel bringen. Da muss ich nur auch wirklich den Weg der Hammerbrüder gehen, wenn ich den Stern gleich habe. Und die nicht verpassen. So, jetzt der Stern. Zack. Und dann hier nämlich den Weg der Hammerbrüder. Zack und zack. Sehr schön. Damit haben wir schon mal 2 Hammerbrüder im Spiel. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben es ein paar mehr Leuten geschickt, ne? Das heißt, es dürfte sich jetzt vervielfältigen.
Nee, aktuell visiere ich einen an. Ja, okay. Vielleicht habe ich es nur dem einen geschickt. Ich weiß es. Ich weiß es gerade nicht. So. Oh nein. Ich hoffe auf eine Blume. Sehr gut. Dann können wir ganz andere Gegner noch ins Spiel schicken. Oh nein! Ich muss nochmal, es hilft nichts. Okay, das ist auch in Ordnung. Gibt's ja. Hier gibt's doch eigentlich. Gibt's doch hier Power? Wo ist denn, sind denn hier eigentlich die Power? Aua. Oh nein, meine Münzen. Oh nee! Oh. Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber jetzt habe ich nichts mehr. Wenn jetzt irgendwas Doofes kommt. Okay, es kommt nichts Doofes. Puh. Sonst wäre ich jetzt im Eimer gewesen. Oh weia. Schnell den Pilz holen. Okay, es kommt nichts Gefährliches bis zum Pilz. Sehr gut. Aber jetzt muss ich den Gang auch überstehen. Und da könnt jetzt ja Hammerbrüder und sonst... Okay. Koopa am Anfang ist schon mal super, weil dann können wir alles wegzünden, was hier... Yo! Ja, aber das meinte ich. Jetzt habe ich... Oh, ja. Das war nicht so gut. Ja, jetzt haben wir halt das hier und die fünfmal in die Top 15. Ich spiele jetzt nicht fünfmal. Das mache ich jetzt nicht. Wir spielen noch eine Runde, ganz normal, klassisch. Aber auf dieses unbedingt fünfmal in die Top 15 kommen, verzichte ich gerne. Weil das ist wieder eine Mission, die finde ich albern. Ich hasse Missionen, die einfach nur Spiel das Spiel sind. So Skill-Missionen finde ich in Ordnung. Aber sowas wie... Habe ich ja schon. Habe ich mich ja schon wegen Mario Kart ausgelassen. Und das gibt es in so vielen Apps. In so vielen Apps. Keine Ahnung, in so einem Shooter-Spiel. Töte 1000 Gegner an einem Tag. Ja, toll. Große Leistung. Heißt einfach, spiele 3 Stunden lang, bis du die 1000 Gegner zusammen hast. Das sind Missionen, die sind einfach dämlich. Weil die halt... Die wollen halt damit natürlich, dass man das Spiel spielt. Ist klar. Ist schon logisch. Aber so... Ich finde die nicht sehr kundenfreundlich. Ja, geh halt auf. So. Zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Okay. Ich hatte schon Bedenken. Dass sich meine Blume gleich wieder verabschiedet. Aber hat's ja nicht gemacht. Ah, ich habe schon wieder nicht auf Konter. Aktuell schicken wir 4 Leuten. 5 Leuten. Oh, das war knapp. Okay. Aber ich bleibe bei meiner Kritik, dass man pro Level, bis auf die Gegner, die natürlich variieren, aber man macht halt immer das Gleiche. Es ist monoton. Also dabei bleibe ich. Und das ist schon anders als in Tetris. Was ich damit meinte war, bei Tetris weißt du nicht, was für Steine du bekommst. Aber hier kennst du das Level, du kennst den Ablauf. Ich mache alles identisch. Das ist wie eine Kopie von dem, was ich gerade eben gespielt habe. Natürlich sind die Gegner ein bisschen woanders, aber das ist nicht so nicht so anders, wie wenn jetzt ein anderer Stein in Tetris kommt, auf den ich mich neu einrichten muss. Na? Das ist, was ich meine. Ja, komm. Das, wenn ich immer das gleiche Level sehe. Ich glaube, hier gibt es aber noch keine Hammerbrüder, oder? Hier kann ich jetzt noch nichts großartig Neues einbauen. Ich glaube nicht. Ich muss nur an den Stern denken. Wo war denn der jetzt wieder? Hier war auf jeden Fall die Blume. Da war... Nee, hier, nee. Wo war denn dieser Stern? Doch, hier war der, ne? Ja. Jetzt laufen wir einfach durch. Nee, da kommen keine Hammerbrüder. Egal. Okay, einfach durchlaufen reicht nicht. Aber... Ach, das war das, dieses Ende. Mein Hassende, weil ich da jedes Mal irgendwie Quatsch mache. Aber diesmal nicht. So. Ah, wieder 1-1.
Aber das ist auch das Ding. Wenn Nintendo den Leuten nicht erklärt, was dieser Level, diese Levelwahl am Anfang bedeutet, dann werden die meisten wahrscheinlich 1-1 wählen, weil ich glaube, die werden das so denken wie ich, das ist das Level, mit dem man startet. Dass es so eine Wahl ist. Aber diese Sache, dass es ein Level-Pool bildet, das ergibt irgendwie viel mehr Sinn. Aber wenn die Leute das nicht wissen, werden die immer nur alle 1-1 werden. Keine Ahnung, es ist ja auch wieder irgendwie komisch. Es ergibt alles noch nicht so wirklich Sinn. Es fühlt sich halt schon wieder... Es fühlt sich noch nicht so vollständig an. Es fühlt sich noch nicht so vollständig an. Es ist eine echt coole Idee, gegeneinander Mario Bros. Zu spielen. Oh nein. Gegeneinander Mario Bros. Zu spielen, aber so wie es jetzt bisher umgesetzt ist, es fühlt sich irgendwie noch nicht so richtig an. Da war ein KO. Und dann sehe ich so Streamer wie, keine Ahnung, die GR und so weiter, ne? Und die kriegen einfach Runden, wo sie von Millionen von Lakitus beschossen werden und alles. Und wie schaffen die das? Warum habe ich solche Runden nicht? Ich will nicht so normale Runden haben. Ich will auch Action. Ich will auch Millionen Lakitus, die bei mir rumfliegen. Naja, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Was ist denn 3-3 gewesen? Oh nein! Ach, natürlich ist 3-3 wieder so eine Abgrundstage. Stage. Stage heißt das, Kollege. So. Hopp, hopp, hopp. Also versteht mich nicht falsch. Dadurch, ich meckere zwar viel, aber natürlich ist das Spiel cool. Keine Frage. Es gibt halt nur einiges, was ich einfach nicht fühle. Wo ich Verbesserungsbedarf, mein Gott. Bedarf sehr weg. Oh, nee. Was mache ich denn hier schon wieder? Na, danke. Ah, der Pau ist mit der schlechteste Ding, was man hier bekommen kann. Okay, gleich den Pilz holen. Aber bisher hat keiner irgendwelche spannenden Gegner ins Spiel. Oh nein, einer ist im Wasser gerade. Der könnte jetzt natürlich Fische und sowas spawnen. Sollte er mich ein Visier haben. Ich hab's verschrien. Ich hab's verschrien. Da sind die... Oh Gott, da ist eine Pflanze. Ah! Aber da ist mein Stern jetzt. Da ist mein Stern jetzt. Sämtliche Fische können nicht mal. So, wir spielen bis hier, damit ich hier die Blume mir holen kann. Okay. Hopp. Okay. Das war wieder ein KO gerade, ne? Das ging auf mich, das Geld. Okay. Mit Blume ist das hier ja sehr schön. Die muss jetzt auch behalten und schön die anderen weg. Hier, ne? Oha, wenn die wächst, auch ich krieg die so nicht. Ich muss die eher erwischen. Okay, schön Fische zu den anderen schicken, schön Pupa zu den anderen schicken. Nein! Nee! Ja, okay, das ist ja auch in Ordnung, aber... Aber hier gibt es kein Power-Up von selbst zu holen. Sehe ich schon richtig, ne? Uff. Das ist schon irgendwie belastend. So. Hopp. Na, oh, Gottes Willen, was war das denn? Ach nee, wieder so eine Abgrundstage. Okay. Aber zum Glück sind so Sachen wie Bowser noch nicht unterwegs. Das wäre jetzt hier in der Stage wieder nicht so schön. Hopp, gleich weiter. Ich bin ungeduldig. Oh nein, ich bin okay, den Sprung sollte ich nicht machen. Den Sprung sollte ich nicht machen. Ah, eine Runde noch. Aber mein 2-4 habe ich nicht gesehen. Warum habe ich mein 2-4 nicht gesehen? Was soll das?
Ich will 4-1 sehen. Warte, wir wollen 4-1, dann kriegen wir Lakitos ins Spiel. Ich will 4-1 haben. So. Wie die Leute einfach jetzt schon wieder zwei am ersten Goomba scheinbar gestorben sind. Es ist ja unfassbar. Man könnte jetzt ja sogar nachgucken, ne? Man sieht ja, was die spielen. Man könnte ja sehen, woran die... Was passiert hier? Zwei gehen durch die Röhre, okay. Es sind innerhalb der ersten Sekunden 10 Leute raus. Also 9, aber ne, ich rund auf. Was zur Hölle? Wie? Einfach nur wie? Mir soll es recht sein, das ist eine schnelle Runde. Aber was zur Hölle? Ach komm schon. Aber das ist das, was ich meine. Ich mache jetzt zum gefühlt tausendsten Mal mache ich diesen Ablauf hier. Ich meine, was soll ich auch anderes tun? Aber das ist halt nicht... Ich weiß nicht. Das fühlt sich noch nicht so komplett an. Ich wiederhole mich. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe aber gerade richtig viele anvisiert, ne? Sehr cool. Oh, nein! Wenn du während des Sprungs einfach merkst, dass du komplett Mist gebaut hast. Okay, nochmal. God dang it! Das hätte so eine coole Runde werden können, dann bin ich selber einer, der rausfailt. Oh Mann. Oh Mann. So. Ich bin sauer. Ich werde niemals, niemals werde ich einer sein, der am ersten Goomba stirbt. Das... Nein. Also alles, was recht ist, das bringe ich nicht. Okay. Ich glaube, es wäre auch viel cooler, wenn die Gegner nicht so vor einem spawnen würden, sondern wirklich in dem Screen, wo man gerade ist, sodass man es teilweise gar nicht erwartet. Natürlich jetzt nicht in einem drin, das wäre wieder fies, ne? Aber so wie es aktuell ist, kriegst du sie ja einfach nur im nächsten Abschnitt dann serviert. Du siehst ja schon, was kommt. Und die kommen einfach im nächsten Abschnitt dann mit rein. Es wäre eigentlich viel cooler, wenn man die etwas direkter bekommen würde. Das wäre auch cool. Ja, das hat so ein Potenzial, dieses Spiel. Aber so wie es aktuell ist, reicht es mir persönlich einfach nicht wirklich aus. Es ist cool. Es ist cool. Ich versuche immer wieder so ein bisschen neue Aspekte noch zu finden, die man verbessern könnte. Ich weiß auch nicht, über was ich sonst reden soll bei diesem Spiel, als über... Verbesserungen an dem Spiel. Ich weiß es. Oh nein, ich wollte hinten rumgehen. Ich weiß es einfach nicht. So,
Zack, zack, ab dafür. Oh mein Gott. Okay. Gut, dass ich es noch ausgelöst habe vorher. Uff. Das wäre jetzt wieder echt dämlich geworden. Oh mein Gott. Der Skill hier in dem Level ist gerade wieder grandios. So. Dann halt nicht. Hopp. Naja, und der größte Fehler, den ich bisher sehe, ist, dass man es halt nicht mit Freunden spielen kann. Das verstehe ich nicht. In Tetris haben sie es doch auch geschafft, eine Lobby zu erstellen. So, du kannst eine Lobby erstellen, dann hast du einen Code. Über den Code können Leute reingehen. Warum nicht hier? Ist das einfach wieder zu viel verlangt gewesen? Oder? Keine Ahnung. Man weiß es nicht so genau. Aber ich spiele... Ich weiß, ich wiederhole. Und genauso wie ich mich wiederhole, wiederholt sich der Ablauf hier. Ne? Das ist genauso. Ich sag jetzt zum 3000. Mal, ich spiele hier exakt das Gleiche. Es verändert sich einfach. Und ich hätte fast schon wieder diesen Sprung versaut. Oh mein Gott. Aber es verändert sich einfach nichts. Und selbst in 2.1 habe ich mittlerweile einen Ablauf. Das ist... Wo war der Stern hier, ne? Ja. Und sobald du solche Sachen kennst, hast du einfach einen festen Ablauf. Und dann rennst du halt diesen Ablauf durch. Das war's. Das war's einfach. Boah, ich hasse diese Sprünge. Oh mein Gott. So. Und wir sind wieder in 1-1. Yay. Ich bin gerade versucht, durch die Röhre einfach zu gehen. Einfach, weil ich keine Lust auf 1-1 noch habe. Zeit haben wir eh, dann holen wir uns halt mehr Münzen. Wobei jetzt die nächste Frage ist, am Ende hole ich mir über das One-Up noch mehr Münzen als über diesen Durchgang hier. Aber auch dieser Durchgang hier wäre jetzt natürlich so eine Sache, wenn man jetzt, wenn es um die Zeit geht, ne? Kann man hier recht gut die Zeit wieder anhalten. Den Stern. Das ist halt auch krass. Direkt nach der Blume kommt der Stern. Das ist schon verrückt. Nein. Hey, ein K.O. Warum nicht? Und schon wieder 1-1. Wir gehen durch die Röhre. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Und es kommt auch nichts, ich sehe es ja hier, na, es kommt nichts Spannendes entgegen, was man jetzt irgendwie gebrauchen könnte. Wenn jetzt hier ein Bowser angezeigt worden wäre oder so, dann würde ich ja sagen, okay, hey, den Bowser nehmen wir mit. Aber es kommt ja einfach nichts. Okay. Die erste Möglichkeit, brauchbare Gegner ins Spiel zu holen. Schön die Blooper losschicken. Mehr Blooper. Mehr Blooper für alle. Mehr Blooper. Mehr Blooper und Fischis. Sehr schön. Nee, nicht so gut. Okay, schnell Blume wiederholen mit Glück. Oder Stern. Okay. Auch den nehme ich gerne mit. Weil auch damit kann ich ja... hier ein bisschen aufräumen. Sehr gut. Okay, jetzt einfach raus aus dem Level. Gut. Zack,
zack, zack. Ach, okay. Jetzt könnten wir natürlich auch Blue Band entgegengeschickt bekommen. Aber wenn ich so unten auf den Bildschirm gucke, aktuell ist da nichts wirklich Spannendes. Nee, wir gehen einfach direkt wieder durch die Röhre. Schön Münzen holen. Okay, 3-3. Jetzt haben wir hier ein paar Blooper, aber das... Ne, das war einer. Das war einer. Oha! Jetzt hätte ich mich aber fast wieder nach unten gelegt. Oh Gott, der Sprung! Der Sprung gerade, ich... dass der manchmal so knapp springt. Eieiei, aber das ist meine Schuld. Ich kenne die Physik ja mittlerweile, ich müsste es ja hinbekommen. Okay, 2-1. Da gibt es zumindest keine Abkürzung. Da ist mein Blooper. Sehr gut, wieder weg damit. Ab zum Absender. Und da ist der nächste Blooper. Wait, kann ich nicht auf die drauf springen? Ich dachte, ich kann auf die drauf... Ich kann bestimmt auf die drauf springen. Ich bin nur gerade wieder zu dumm. Eieieiei, nein! Mein Pilz! Okay, ich gehe auf Nummer sicher. Okay. Okay, ja, ist in Ordnung. Gib mir den Stern. Gib mir den Stern. Oh Gott, das hätte mich jetzt fast alles gekostet. Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht. Tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Das war richtig schlecht. So, jetzt kriegen wir aber gleich wieder die Blume. Ich meinte nicht die da oben. Die da. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, weil hier ist wieder dieses Sprungbrett. Und da ist ein Blooper. Hi. Können wir... Nein! Oh, dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du blödes Vieh. Meine Güte. Okay. Oh, nee. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Das war ein sehr gutes Roulette. Okay, jetzt geht's wieder in die... Nein! Die spannende Phase. Ja, ich meine, ich habe die Blooper ins Rennen gebracht. Jetzt muss ich auch damit dealen. Ne? Es ist klar. Also nicht nur ich alleine. Jetzt ist auch noch jemand anders im Wasserlevel. Aber ich hatte den Anfang, glaube ich, gemacht. Ich wollte es ja nicht anders. Ist ja auch gut, dass sie da sind. Aber ich hätte sie gerne nicht bei mir, sondern beim Gegner. So, weg mit euch. Aber nur durch selbst diese Dinger ins Spiel bringen, kriegt man sie halt auch. Okay. Aber alles andere ist halt auch nicht spannend. So, lieber sowas als langweilige Runden. Ach, ich... Dieser Abschluss hier, ne? Den habe ich echt gefressen. 1-1. Okay, wir gehen 1-1 aber durch diesmal. Alleine schon, weil wir jetzt ja Zeit sammeln müssen. Und jetzt wäre es eigentlich schädlich, durch die Röhre zu gehen. Weil ich glaube, diesen Zeitstopp, den ich da auslöse, der ist es nicht wert, die ganzen Kombos, die ich hier machen kann, zu verpassen. Nein, das war die falsche Richtung. Aber ist okay. Ab dafür. So. Aber wieder kein einziges neues Level. Schade. 4-1. Oh, wir holen Lakitus ins Spiel. Komm her. Komm her. Lakitus und Stachis. Jetzt wird's interessant.
So, jetzt werden wir gleich 3 Millionen Lakitos da oben fliegen haben. Da ist schon einer. Der ist schon grau, ne? Der ist schon von dem Spieler gekommen. So, geht auch wieder zurück an den Absender. Oha, oha, oha. Ja, ja, jetzt kriegen wir immer mehr. Logischerweise, muss ja. Muss ja, muss ja. Das, aber das ist das, wovon ich rede. Das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Alles andere ist langweilig. Das ist mein Content. Oh mein Gott. Oh nee. Oh Gott, was? Yes! Noch ein. Ich muss noch mal. Ich komme hier nicht durch sonst. Okay. Einfach durch jetzt erstmal. Boah. Boah, geh weg. Oh Gott, ich brauche Power. Oh nee. Ich komme hier nicht durch so. Nein, ich brauche ein Power-Up. Gib mir ein Power-Up. Ich meine, jetzt komme ich hier hin. So bis an den Pilz komme ich ran. Okay, das ist schon mal gut. Okay, ich muss. Es hilft nichts. Ich brauche ja was. Okay, nein. Oh, ich dachte schon. Okay, jetzt schön hier durch. Können die jetzt eigentlich von da oben mir bitte so... Oh mein Gott. Können sie. Okay, cool. Okay. Hilfe. Okay. Wir kommen durch das Level. Alles gut. Wir kommen durch das... Oh mein Gott. Boah. Das kriegt jetzt alles derbe zurück. Ich brauche ganz schnell hier Stuff. Nein, das ist nicht gut. Ich brauche ein Item. Ich überlebe sonst nicht. Yes! Mehr Lakitus für dich. Mehr Lakitus für dich, Kollege. Und schnell den Pilz holen. Und dann hier oben. Zack, 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 zack. Nein! Wir sind gleich down. Ja, schade. Oh, es wäre ein Stern geworden. Okay. Aber das ist, was ich sehen will. Das will ich sehen. Ah, aber davon hätte ich gerne mehr. Aber dafür muss halt erst einer in die Lakitu Stage kommen. Ah. Alter. Sehr schön. Sehr schön. Das ist mein Content. Puh. Okay. Was sagt unser Münzenrang? Yay. Was auch immer. Ich verstehe es eh nicht. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.